Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Heroes Stop the Storm. Ich habe gestern, also es ist, Heroes of the Storm bietet jetzt die Möglichkeit einer, also die Open Beta zu spielen. Das heißt, die Beta ist jetzt open, klar. Das heißt, jeder kann sie spielen, auch die Leute ohne Beta-Key. Und die Gelegenheit habe ich gestern direkt mal am Schopfe gepackt. Hatte aber das Problem, dass ich gestern ganz doll müde war und das Training in sehr müde gemacht habe. ja. Und ich glaube, nichts davon behalten habe. Also, was kann schon schief gehen, wenn ich jetzt einfach das Training überspringe und direkt gegen die KI spiele? Jetzt muss ich hier aber mal... Ich würde ja gern... Ah! Eine andere Figur auswählen. Was haben wir denn hier? WoW? Nö. Den habe ich schon. Diablo. Also eine Figur aus Diablo. Das ist eine Dämonjägerin, glaube ich. Assassine? Ist sie aus Diablo 2? Weiß ich gerade nicht. Wo ist denn mein Hexendoktor eigentlich? Den ich unbedingt spielen wollte. Asmodan? Aha. Nasebu? Geh weg. Fliegt eine Fliege rum. Tyrael? Auch nicht. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Das ist eine Dämonie. Ach, du komm, nehme ich die Dämonjägerin. So. Ich bin bereit. Da ich ja. Okay, und jetzt, was haben wir jetzt hier noch? Skins? Ja gut, die muss man... Was zum Teufel? Okay, warum auch nicht? Springen wir einfach direkt rein in den Kampf. Obwohl ich eigentlich noch da unten gucken wollte, ob man da irgendwas auswählen kann oder so. Warum spiele ich gegen die KI? Ganz einfach, weil ich gestern, wie schon gesagt, andauernd eingepennt bin bei dem Training. Und ich jetzt davon ausgehe, dass ich, wenn ich gegen andere Spieler spiele, einfach direkt tot bin. Dann Wutanfall kriege und das Spiel wieder deinstalliere. Lade Balken, geht schneller. Ihr euch in das verfluchte Tal? Ja. Wie amüsant. Ja. Ich weiß. Wenn ihr siegen wollt, dann sammelt in meinem Namen Tribut. Den Eifrigsten gewähre ich meine Gunst. Was? Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Stürzt euch in die Schlacht. So, jetzt muss ich erstmal überlegen hier, wie der ganze Quatsch überhaupt ging. Also rechts, wo ist die Karte da? Ich hasse das, wenn ich auf der rechten Seite anfange. Ich kann mir das nicht merken. Also ich, das ist so ein logisches Ding. Wenn ich von unten anfange, dann komme ich irgendwie weiter. So, also. Ich kann jetzt hier mit meinem Tier reiten, damit ich schneller an der Front bin. Mit Y kann ich, alles klar. Ich müsste vielleicht mal da das Monster zerlegen. Was mir offensichtlich gelungen ist. Was ist E? Ah ja, wegspringen. Auch nicht schlecht. Oh je, oh, diese Steuerung. Ah. Also ich weiß ja, dass ich mich immer am besten hinter meinen Gefolgsleuten verstecke, weil ich andernfalls direkt auf die Mütze bekomme. So, und irgendwie muss ich den da auch zerlegen. Weil es ist ja immer ganz toll... toll. Es ist ja immer ganz toll wichtig, am besten den Gegner so schnell und so doll es geht, fertig zu machen. Denn wenn der stirbt, kriege ich Erfahrung. Und zwar ganz viel. So. Wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen was tot machen, weil ich brauche ja Erfahrung. Und ich kriege dieses mit dem Angreifen noch nicht hin, dass ich dabei
Man muss dabei... Aua. Man muss A drücken und dann klicken, um anzugreifen. Und das kriege ich irgendwie nicht hin. Weil ich bin das... Ich bin ja jetzt die ganze Zeit Diablo am Spielen dran gewesen. Was ist das eigentlich? Au. Hass, was? Durch das Diablo-Spielen klicke ich halt immer einfach, wo ich angreifen will, hin. Und das funktioniert irgendwie hier nicht. Und das irritiert mich ein wenig. Was zum Teufel tut ihr da eigentlich? Zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Tribut erscheint, aha. Also, wir wollen jetzt hier aber erstmal, bevor wir irgendwas tributen, muss ich erstmal hier Kollege Schnürschuh erschießen. Wo ist denn Kollege Schnürschuh? Da ist Kollege Schnürschuh. Komm her, Kollege Schnürschuh. Ey! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war ja so herbedumm. Oh, das ist noch viel herbedummerer. Ein Boss, nimm dieses Lager ein, damit Söldner für euch kämpfen. Das ist eine super Idee, nicht? Ja, ich gehe wohl erstmal zurück in mein Lager, damit ich wieder heile bin. Jetzt. Und dann reite ich mit meinem Tribut. Ich verlange Tribut. Halt dein Maul. Und dann reite ich zu diesem lustigen Lager hier. Was ist hier eigentlich? Warum zeigt er... Oh. Nee, kein kluger Schachzug. Wir bleiben jetzt beide mal hier. Und kämpfen gegen die Jungs hier. Hopp. Hopp. Das war dumm. Und deswegen gehe ich auch direkt wieder ins Lager zurück. Dafür bin ich zu schwach. Warum? Wer bin ich? Ich bin blau. Okay, alles klar. Ich bin ein Level über den Roten. Ja, irgendwie konnte man hier nicht noch irgendwie... Also bei LOL konnte man... Das habe ich ja vorher gespielt, aber dann ist irgendwie mein Rechner abgekackt. Und, also, beziehungsweise das Spiel ist abgekackt. Und ich hab's seitdem nicht mehr installiert bekommen. Wählt ein Talent. Vampirangriff. Magische Angriffe. Ja, ja. Krähenfüße. Ja, ja. Mach du mal. Und hab dann das ganz große Problem gehabt, dass es einfach nicht mehr funktionierte. Und, ja. Jetzt haben wir hier gerade das Problem, dass die irgendwie bis an mein Tor gekommen sind. Ja, und das dann nicht mehr funktionierte. Und bei LOL konnte man auf jeden Fall... Warum ist jetzt ein Tor direkt vor meiner Tür? Konnte man dann so Rüstungsteile irgendwie kaufen, die dann bestimmte Sachen wie Schnelligkeit, Angriffsdingens, Bummens und sowas alles mit sich gebracht haben, sodass ich dann schneller, stärker und so weiter wurde. Und das vermisse ich hier gerade so ein bisschen. Gehen wir. Ja, es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Heroische Fähigkeit wird auf Stufe 10 freigeschaltet. Welche Stufe bin ich denn gerade? Ich bin so herbe dumm. Ich glaube, ich bin Stufe 9. Alles klar. Also kann ich bei der nächsten Stufe die heroische Fähigkeit freischalten. Die heroische Fähigkeit, die, oh, da seid ihr ja, Jungs, ist ja schön. Die heroische Fähigkeit, die wäre jetzt mal was. Bupp, zerlegt. Wählt ein Talent. Gut, dann hüpfe ich mal, na, erstmal. Ich gehe hier erstmal hinter mein Tor. Ich brauche ein Talent. Hier, da. Sperrfeuer, lass ich, bla bla, Pfeilregen. Okay, alles klar, machen wir das. Ja, das hat's ja jetzt gebracht. Nicht. Sie nehmen beim Sterben zu.
Was genau? Au, au. Ja, das gefällt mir jetzt gerade nicht so, dass die direkt vor meiner Tür stehen. Das gegnerische Team wurde verflucht. Das ist ja nice. Aber ich muss jetzt erstmal heile werden. Da. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Also mal schnell heilen. Kann ich ja direkt mal auf mein Pferdchen hüpfen. Und dann reiten wir zurück, weil dort oben an der rechten Flanke wird es langsam ein wenig knapp. Weil mein Tor ist kaputt gegangen. Was genau soll das? Ist das ein UFO? Hallo? Mein Fluch vergeht, doch nur vorübergehend. Wählt ein Talent. Ja, hier ist erstmal irgendwas, was angreift. Das sollte ich vielleicht erstmal... zerlegen. Und jetzt ein bisschen wegreiten. Bup. Aha. Wählt ein Talent. Was haben wir denn hier? Frostschutz, verlangsamt Gegner, Riesentöter. Ja, nehmen wir doch mal das. Wir sollten diese Hölle respektieren. Gut, also, wir müssen da was kaputt machen. Am besten jetzt. Sehr schön. Und jetzt den Turm. Komm schon, den Turm. ja. Hallo Jungs. Ich bin schon Level 15. Ah, au. Aua. Wo bin ich? Ach, ich bin da hinten, alles klar. Also, während meine Diener hier vorne stehen, greifen die Türme die Diener an. Das heißt, ich kann in aller Ruhe die Türme angreifen. Ah. Dazu muss ich natürlich... Wählt ein Talent. Fügt eingeschränkten Zielen zusätzlich Schaden zu. Salto erhöht zwei auf... Ja, ja, hier nehmen wir das. Schaden ist immer gut. Schaden ist immer gut. Oh, ich krieg aufs Maul. Ich krieg aufs Maul. Verdammt. Jetzt habe ich mal eine Sekunde nicht aufgepasst. Ja, und was ist jetzt hier? Wie lange bin ich jetzt tot? Warum bin ich so lange tot? Ich will nicht so lange tot sein. Ja. Der wirft mit Steinen? Warum wirft er mit Steinen? Mein Gott, ey. Genug gewartet. Auf geht's. Ja, genug gewartet. Auf geht's. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Ja, halte ich für eine gute Idee. Und vielleicht wartest du, Holzkopf, auch bis wir da ankommen. Sonst können wir dir ja gar nicht helfen, du Birne. So. Jetzt haben wir Söldner. Sehr schön. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Okay, dann holen wir uns die auch noch. Warum auch nicht? Das ist zwar total doof, habe ich das Gefühl, aber was soll's. Friss mein Pfeil. Ah. Jetzt. Aua. Nein, 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 nein. Könnte keine schlechte Idee sein. Ich bin schon wieder gestorben. Wo sind denn die anderen Helden überhaupt? Warum gehen wir da nur zu zweit hin?
Seid ihr denn des Wahnsinns? Dafür brauchst du mehr als nur zwei. Oh. KI war vielleicht doch keine so gute Idee. Jetzt mach den platt da. Ach, ist ja auch nicht so, als wenn er wieder volles Leben hätte und jetzt rennen sie da zu dritt hin und wir waren da gerade nur zu zweit. Ach, zu viert sogar. Oder was soll das hier sein? Fünf Helden gegen fünf Helden? Aha. Verstehe ich nicht. Bleib da und mach den platt. Geht doch. So, Was ist denn hier eigentlich los? Wer wird um meine Gunst buhlen? Was genau? Wir haben jetzt da so einen Punkt eingenommen. Reite doch, du Schnalle. So, jetzt haben wir hier so einen Dicken. Mit dem spazieren wir hier direkt ins Lager rein. Gegner getötet. Na, das war ja einfach. So, jetzt aber, Leute, alles geben. Gebt alles. Gebt alles. Butz. Gut gekämpft, Helden. Ja, ich weiß.